Willkommen zurück, Freunde, bei Dark Souls 2. Ja, und siehe da, was steht denn da für ein Charakter mit was für einem Schwert? Ja, dazu kommen wir gleich, denn hier steht eine nette Dame, mit der wollen wir uns ja erstmal unterhalten. Oh, sie zieht. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Tja, die Königin wird uns folgen. Hast du sonst noch was? Nein, erstmal nicht. Ja, die gute Nashandra wartet auf uns und ja, sie begehrt die erste Flamme. Jetzt muss man erstmal dazu sagen, Freunde, wir sind auf einem ganz anderen Charakter. Wenn wir mal eben kurz gucken gehen in Spielerstatus, es handelt sich hier um den guten Axeres. Der ist nämlich ein Schwertmeister, das war der zweite Charakter, den ich ja gespielt hatte und der ist natürlich ein bisschen anders geskillt, er ist voll auf Geschicklichkeit, hat überhaupt gar nichts mit Willenskraft oder Intelligenz am Hut. Und die Erklärung eigentlich dafür ist ganz simpel. Ich habe natürlich mit dem Main-Charakter das Spiel beendet und ich hatte natürlich auch aufgenommen. Bloß die Audiospur hat es mir vollkommen zerrissen. Und da ich nicht eine separate Audiospur nun mal dabei hatte, ja, kann ich diese natürlich auch nicht wiederherstellen. Schade, schade, schade. Tut mir furchtbar leid. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mir selbstverständlich die Mühe gemacht und habe natürlich hier auch nochmal einen Charakternummer erstellt. Und wir werden auf jeden Fall dieses Spiel beenden. Ich werde hier mal eben kurz ein paar Freunde dazu rufen. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, denn für jeden befreundeten Spieler, den wir dazu rufen, bekommt der Boss das doppelte Leben mehr. Genau. Dann werden wir zwei dazu rufen, halt nochmal zweimal so viel, ne? So sieht's aus. Die Lin haben wir dazu gerufen. Da ist sie nämlich auch schon. Und den guten Sauvas 25. So, da sind sie nämlich alle. So, dann sagen wir doch mal Hallo. Guck mal, die verbeugen sich sogar recht herzlich. Ja, praise the sun. Das kennen wir ja bereits. Natürlich sind sie gelb und ich würde mal sagen, auf geht's, Freunde. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Ich meine, ich weiß, was uns erwartet. Es sind nämlich zwei Bosskämpfe in einem. Und ja, schade, schade. Wie gesagt, es tut mir natürlich leid. Ich hatte eine Menge, Menge Arbeit jetzt mit dem neuen Charakter. Ich musste alles nochmal neu spielen. Naja, ich muss ehrlich zugeben, es hat mir doch eine Menge Spaß bereitet. Auch wenn ich alles kannte. Ich hatte halt nur mal einen neuen Charakter. Ne? Nicht immer Blitzzauber dieses jenes, sondern einfach mal ziemlich böse draufmoschen. Ihr seht schon, der trägt zwei Großschwerter, hier sie trägt eine dicke Lanze und einen Zauberstab, das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut und wir wollen doch mal gucken, was uns erwartet, denn uns erwarten die guten Thronwächter und damit geht's auch jetzt direkt los. Wir wollen natürlich unsere Klinge verzaubern und wollen wir mal hoffen, dass wir das Ganze überleben. So, mal gucken, ob unsere Freunde darauf vorbereitet sind hier, auf die ganze Sache. Da sind sie, die Thronwächter und Thronverteidiger. Ja, dann lasst doch mal zeigen, was ihr könnt. Natürlich können wir wieder extravagant blocken. Zumindest so gut, wie es halt nun mal auch geht. Oh, da haut sie schön drauf. Ja, schöne Sache. Und jetzt kommen wir mal mit hier. Mit unserem guten Katana. Katana, genau. So soll es eigentlich heißen. So, mal gucken, auf wen fokussieren sie sich? Ah, Mist. Haben wir natürlich wieder schön daneben geschlagen. Na, komm schon. Schönen Rücken fallen, das hilft am meisten. Na, komm schon, jetzt drauf da. Oh, jawohl. Immerhin, noch einen mitgegeben. Noch haben wir ihnen einen mitgegeben. Oh, komm, jetzt kipp mir nicht um. Die Nashandra kommt nämlich auch noch. Und das ist nämlich das Böse daran, an der ganzen Sache. Komm, jetzt aber mal drauf hier. Jawohl, mal schön Damage verursachen. Aber die sind richtig gut dabei, die Freunde hier, so wie es ausschaut. So, das war's nämlich. Das waren nämlich Nummer 1, Freunde.
Ihr habt gesiegt. Da machen wir doch schon mal hier unseren Jubel. Natürlich bekommen wir die Seelen, aber das war nicht alles. Denn die Nashandra, die Königin, wird uns folgen. Ihr müsst euch gar nicht verabschieden, Freunde, denn Nashandra kommt. Grave undead. You have proven yourself to me. Ist sie nicht wunderschön, die Königin? Wunderschön, muss man schon sagen. Be one with the dawn. Das hättest du wohl so gerne, meine Königin. So, und auf geht's. Natürlich sind wir nicht alleine und alles geht aufs Neue los. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit. Sie tut natürlich erstmal hier so komische Dinger hincasten. So, da müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein. Da wurden wir schon verflucht. Mist, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Aber naja, es wird schon schief gehen. Na, auf ihn castet sie. Das ist okay. So, komm mal her, Mädchen. Wollen wir dir doch direkt mal einen reinsammeln hier, oder? Meine gute Königin. Na, noch einen? Hat sie keine Lust drauf? Natürlich wussten die, was uns hier erwartet. So, dann wollen wir mal eben kurz hier, genau, Nummer 1. Wir haben, meine ich, auch Zeit. Die Jungs machen das schon. Komm, benutzen wir mal eben hier so eine schöne Menschlichkeit, Freunde. So, auf geht's. Können wir auch direkt zweihändig benutzen hier. So, schön drauf da. Ja, ich hoffe, es schmeckt dir. Na, was machst du jetzt? Achso, wieder deinen komischen Strahl. Ja, voll daneben. Ja, und wie ihr seht, mit Mitspielern geht das natürlich alles ein bisschen einfacher. Oh, 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 oh. Oh, jetzt bloß aufpassen. Jetzt bloß nicht sterben. Das wär's ja eigentlich noch. Mal eben kurz heilen. Und komm schon! Jawohl. Damit ist sie auch gestorben. Wir verbeugen uns ganz herzlich. Wir haben auch natürlich Nashandras Seele erhalten. Und winken natürlich zum Abschied. Leb wohl. Zumindest vielleicht auf ein Wiedersehen. Ne? Vielen Dank, ihr zwei, falls ihr das sehen solltet, dass ihr mir da eben kurz geholfen habt. Und natürlich eine Sonnenlichtmedaille. Tja. Und damit ist es eigentlich gewesen. Ich bin gespannt, was passiert. Er braucht anscheinend noch ein bisschen länger, damit die Spieler nun mal hier den Abschnitt verlassen. Na? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Natürlich dieselbe Rüstung angehabt, ganz klar. Bloß diesmal mit einem schönen Katana. So ein schönes Schwarzstahl-Katana. Nanu, und jetzt? Jetzt sind wir hier gefangen. Jetzt passiert gar nichts. Eigentlich warte ich jetzt auf so eine Art Intro, muss ich ehrlich zugeben, Freunde. Aber irgendwie passiert nichts. Wir können auch nicht raus. Nanu? Was ist denn das Problem? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah. Erhebt euch, meine Diener. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Tja, es ist unsere Entscheidung, was wir letzten Endes daraus machen. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Mit vielen Sachen, muss ich ehrlich zugeben, bin ich ein bisschen überfordert, was die Geschichte angeht. Ich meine, ich kenne weder Demon's Souls, noch kenne ich Dark Souls 1. Und man kann sich halt im Grunde genommen nur alles ein bisschen zusammenreimen. Und naja, jetzt sind wir auf jeden Fall der König. Take your throne. Und so soll's sein. Ach, die nette Smaragdbotin. Ich werde es schon so ein kleines bisschen vermissen. Aber nur ein kleines bisschen. What lies ahead
Only you can see. Und eines Tages werden wir dort wandeln, wo der gute Wendrick wandelt. Tja, meine werten, lieben Zockerfreunde, das war auf jeden Fall Dark Souls 2. Direkt vorab, ich weiß, es sind schon ein paar DLCs rausgekommen und ja, wir werden sie doch höchstwahrscheinlich doch zocken. Weil ich muss ehrlich zugeben, dafür, dass es ein Titel ist, der echt an mir vorbeigeflogen ist, ist dieses Spiel echt extravagant. Gib ich ehrlich zu, danke André, danke Tom, ne, für diesen Hinweis, für diesen Tipp. Ich habe sogar noch ein zweites Mal gespielt. Ich meine, gut, war auch meine eigene Schuld. Aber nichtsdestotrotz, meine Güte, was ein Spiel, ne? Manchmal war es extrem schwierig, ne? Es war aufregend, es war ein gutes Horrorgame. Wie oft habe ich mich erschrocken? Aber nichtsdestotrotz, dafür, dass es eine Art Konsolenimportierung ist, ne, haben sie eigentlich ziemlich viel richtig gemacht am PC, finde ich. Die Grafik ist auf jeden Fall ansehnlich und die Spielelemente im Allgemeinen, selbst mit Maus und Tastatur, ne, ich meine, ich spiele immer noch so, ist es doch wirklich gut gelungen. Also Hut ab, auf jeden Fall. Wenn der dritte Teil rauskommt, werde ich ihn auf jeden Fall spielen und ich freue mich schon. Es dauert halt wahrscheinlich noch ein paar Jährchen. Aber, boah, nee, was hatte ich doch für einen Spaß. Ja, Freunde, extra für euch nochmal einen zweiten Charakter erstellt, damit ihr genau das nämlich hier sehen könnt. Das blieb mir nämlich verwehrt mit dem Main-Charakter. Der ist durch das Spiel schon durch. Deswegen auch wiederum kein Erfolg und all so ein Gedöns. Tut mir wirklich, wirklich leid, aber naja, ich habe mir halt nochmal die Mühe gemacht. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, aber was soll ich denn machen, ne? Ein Video hochladen, tut mir leid, gibt keinen Endkampf und so weiter und so fort, das Spiel ist vorbei, weil ich habe gefailt, nee, ach um Gottes Willen. Ach schön, die Musik ist auch schön, gefällt mir. Ne, wirklich schöne Musik, muss man ehrlich zugeben. Also ein wirklich sehr gut gelungenes Spiel für die Freunde da draußen, ne, Jungs und Mädels, Damen und Herren, wenn ihr dieses Spiel noch nicht kennt oder noch nie gespielt habt. Es ist auf jeden Fall ein Tipp von meiner Seite aus her. Es ist vielleicht jetzt nicht so RPG-lastig von der Geschichte her, aber ansonsten ist es absolut top. Ein wahnsinnig tolles Kampfsystem. Man kann seinen Charakter in jegliche Richtung entwickeln, wie man halt letzten Endes möchte. Jede Waffe ist absolut aufwertbar und benutzbar. Es gibt wahnsinnig viele Geheimnisse. Natürlich haben wir einen Haufen übersehen. Hören wir bloß auf damit. Und ja, es macht halt einfach Laune. Es macht auch absolut süchtig. Man versucht die ganze Zeit am Leben zu bleiben. Dann schafft man es letzten Endes doch nicht. Aber wie will man das da auch schaffen, wenn man das Spiel halt letzten Endes nicht kennt? Aber naja. Ein schönes Spiel. Oh, ich höre so gerne der Musik zu, muss ich ehrlich zugeben. Ansonsten ein paar letzte Worte eigentlich. Würde ich doch am liebsten erst nach den Credits geben, damit ich das alles noch ein bisschen erklären kann, euch auch zeigen kann, was ich halt nun mal letzten Endes getan habe. Deswegen lasse ich euch ein bisschen mit den Credits allein und dann sehen wir uns gleich wieder.
Und schon wieder im Ladebildschirm, meine Freunde. Da sind wir zurück am Leuchtfeuer in Majula. Und ich muss ehrlich zugeben, ist auf jeden Fall gelungen. Eine schöne, schöne Sache. Aber jetzt gehen wir doch mal erstmal, genau, das kann ich euch sagen, zeigen. Am Feuer können wir natürlich nach Drangleic reisen und zwar in das New Game Plus. Damit wird alles resettet. Jetzt ist halt die Frage, spielen wir zuerst die DLCs oder spielen wir halt nun mal direkt New Game Plus? Also New Game Plus kann man sich vorstellen, ist in dem Sinne dasselbe Spiel, bloß natürlich erschwert. Und ja, klingt eigentlich relativ interessant. So, nichtsdestotrotz wollen wir auf jeden Fall mal eben die Partie beenden, damit ich euch die Charaktere dann auch zeigen kann, zumal auch unseren Charakter. So, nicht wundern, das wird immer leider ein bisschen laut. Oder auch nicht so laut, naja. So, natürlich. Ja, den PC bitte nicht ausschalten. Diesen Bildschirm, ja, Bildschirm bin ich echt gewohnt. So, und dann geht's nämlich auf Fortfahren. Und da seht ihr nämlich, da ist nämlich der Sankura. Das ist wirklich unser Main-Charakter. Und der gute Sharuk, ja, ganz genau. Aus WoW, mein Schurke. Ja. So sieht's halt aus. Den musste ich doch einfach nochmal hochspielen, ne? Ich werde ihn auch lassen. Ich werde ihn nicht löschen, auch wenn ich ihn nur dafür genutzt habe, dass wir halt letzten Endes nur mal die Geschichte nochmal bis zum Ende spielen dürfen, damit ihr es aussehen könnt. Nein. Wir werden ihn lassen, falls mal irgendwas sein sollte. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Charakter. Der hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. So, und zwar zum Charakter selbst. Ihr habt gesehen, er hat schon ein recht hohes Level. Wenn wir mal eben kurz gucken gehen. Natürlich in Zauber und in Wille haben wir richtig böse viele Punkte reingesteckt, damit er auch so gut wie es geht zaubern kann. Ansonsten mit den Items habe ich es eigentlich so bei belassen, wie es ist. Wir tragen immer noch unsere nette Heiligenkapuze, weil wir haben nun mal mehr Zauberaufladungen damit. Die Drachenglocke. Der Unterschied ist, wir haben Havels Großschild. Es ist wahrscheinlich das mächtigste Großschild, was es eigentlich gibt. Ich kann mich natürlich da jetzt auch irren. Es gibt ja auch Dark Souls 2 Wiki. Soll ja nicht unser Problem sein. Und hier haben wir den Bogen des Verlangs, Freunde. Der Bogen des Verlangs ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil den bekommt man erst wirklich am Ende des Games, wenn man das Spiel durch hat, durch Nashandras Seele. Den habe ich natürlich schon eingetauscht. Und tada, den müssen wir natürlich noch ein bisschen upgraden dann, wenn wir dann weitergehen im New Game Plus und hast du nicht gesehen. Zumindest bei den DLCs, nicht hast du nicht gesehen. So, ich suche jetzt gerade mal hier den Ring der Klingen. Den haben wir natürlich auch ansonsten unser Fahrrad-Set immer noch so, wie es ist. Das könnten wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen upgraden. Ja, und das müsste es eigentlich erstmal gewesen sein, Freunde. Mit unserem fetten Schild und mit unserem Streitkolben haben wir uns durch das ganze Let's Play geschnetzelt. Ach, ein schönes Game, muss ich ja ehrlich zugeben. Oh, und wie oft war ich auch sauer, wenn ich überlege, oh, mit dem guten Benhard, ne, wie wir da den Riesen schnetzeln wollten. Da bin ich mal in Rage gegangen. Dann wiederum im Nebel, daran kann ich mich erinnern. Ich dachte, da am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, Freunde, dachte ich, man kann das Spiel an den Nagel hängen. Wenn ich gegen Schatten kämpfen muss, hör auf. Oder gegen Geister, weil, ja, ich war einfach überfordert, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt im Nachhinein haben wir es halt geschafft und, ja, mit ein bisschen Selbstbewusstsein und, ja, Aggressivität sind wir an die Sache rangegangen. Und haben das Spiel doch noch gemeistert. So, das soll es aber gewesen sein. Auf jeden Fall ein wirklich schönes Spiel. Auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung von mir. Ne? Wenn ihr das hier seht, ne? Das groß, große Finale. Deswegen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Feedback. Nochmal vielen Dank Tom und André. Gerade Tom, wegen den ganzen hilfreichen Tipps mit der Lucatil und Co. Und ja, schaltet dann beim nächsten Projekt wieder ein. Euer Sankura.